Kaisersberg, avant des échanges avec les Alsaciens en préfecture à 19h. Pour y participer, il faut vous inscrire sur le site de la préfecture. Le Premier ministre accède à la demande de l'intersyndicale des cheminots. Il a annoncé hier qu'il recevrait les syndicats un par un le 7 mai. Retour de la grève perlée samedi et dimanche. Ils prennent des risques pour assurer notre salubrité. Les égoutiers strasbourgeois se sont rassemblés hier devant les locaux du service propreté, alors qu'une étude montre que les égoutiers vivent en moyenne 17 ans de moins que leurs collègues des autres services. Ils réclament une réduction du temps de travail. Leurs arguments et la réponse de l'Eurométropole sont sur francebleu.fr. Les bâtiments occupés des universités de Metz et Nancy évacués ce matin vers 6h. Les étudiants bloqueurs protestent contre la réforme de l'accès à l'université. Une nouvelle lettre envoyée au maire de Strasbourg sur le stationnement. Les nouvelles règles ont du mal à passer. Cette fois, c'est le conseiller municipal Les Républicains Thierry Rose qui intervient. Il demande le rétablissement du stationnement gratuit à l'heure de midi et évoque une désertification du centre-ville. Le reportage d'Olivier Vogel. Gérard, un avocat, gare régulièrement sa voiture au centre-ville de Strasbourg. J'oublie de descendre pour aller payer ma redevance. Et bien souvent, je me retrouve avec des amendes qui me sont délivrées entre midi et deux. Et les commerçants voient rouge, notamment les restaurateurs comme Sébastien et Sylvie qui ont vu plusieurs clients déserter leur brasserie. J'ai perdu des clients, ça c'est sûr, qui ne viendront plus parce que le stationnement leur coûte plus cher que le prix du café. Les gens sont inquiets, ils sont obligés de manger en étant entre guillemets aux abois, en se disant mon Dieu, le parc-mètre, il faut vite que je sorte, etc. Quand tu travailles toute la sainte journée, tu veux aller prendre ton petit repas vite fait entre midi et deux, c'est la moindre des choses que tu puisses manger en toute quiétude. Thierry Rose, conseiller municipal d'opposition LR, s'est fait le porte-parole de ces commerçants en colère et il vient d'écrire au maire Roland Ries pour lui demander d'enclencher la marche arrière et de rétablir, entre autres, la gratuité du stationnement entre midi et 14h. La ville de Bordeaux a fait marche arrière. C'est le rôle d'un élu comme moi d'opposition d'être attentif à la vox populi. Et c'est vers nous que les gens viennent lorsqu'ils ne sont pas contents, pour qu'on porte leur parole. Et croyez-moi, c'est tous les jours. Une aubaine pour le commerce en ligne, conclut Thierry Rose. Reportage signé Olivier Vogel, il est 9h03. Le conducteur qui a roulé sur un bébé écope de 5 mois de prison ferme. C'était samedi à Bischheim, le bébé 10 mois souffre de contusions. L'homme a été contrôlé positif aux stupéfiants. L'enquête avance sur le drame de Toronto. L'homme qui a tué 10 personnes au volant de sa camionnette s'est revendiqué comme incel sur Facebook. Les incels involontairement célibataires sont des internautes qui détaillent leur haine des femmes sur des forums. Vers un nouvel accord sur le nucléaire iranien, c'est ce que demandent Emmanuel Macron et Donald Trump. Aujourd'hui, le président français doit prononcer un discours devant le Congrès américain. Très large victoire pour la SIG hier. Les basketteurs strasbourgeois ont laminé Limoges 100-70. Strasbourg est assuré de terminer au moins troisième de la saison régulière avant les playoffs de Pro A. C'est un art de plus en plus reconnu, le street art. Ces graffitis, fresques et autres collages sont désormais répertoriés dans une carte en ligne à Strasbourg. 200 œuvres pour l'instant. L'objectif, c'est d'en ajouter d'autres grâce aux internautes. Le lien pour trouver cette carte est sur francebleu.fr. Et il va faire un temps ce matin à déambuler dans les rues de la ville de Strasbourg, Nadine. Absolument, dans toute l'Alsace, si vous en avez envie. Si vous êtes en vacances, profitez-en avec les enfants. Baladez-vous, il va faire beau. 22 degrés en pleine, 18 en Alsace-Bossu, 13 à 1000 mètres d'altitude. Un peu plus frais pour jeudi. Beau temps annoncé vendredi. Dégradation pour le week-end, comme d'habitude, bien sûr. Bon, bah, vous n'arroserez pas. La nature s'en chargera puisque dimanche, des averses orageuses alternent avec quelques éclaircies. Les températures vont descendre à 20 degrés. Poursuite instable à partir de lundi prochain. Pas mieux. Mardi et mercredi. On profite donc bien de cette semaine pour sortir un peu partout en Alsace. Et pour ça, on a une boîte de Pandore. Elle s'appelle francebleualsace.fr. On leur demande ce qu'il y a à faire et ils dégainent une idée de sortie. Goethe, Morieux, France Bleu, Elsauce. La vie en bleu avec Harmonie Mutuelle. Rendez-vous dans nos agences de Mulhouse et Strasbourg ou sur harmonie-mutuelle.fr. Alors aujourd'hui, où nous entraîne Clément Haguenau pour du rockabilly? Y'a Nadine qui est sorti la banane. C'est ça, exactement. Et vous aussi, je pense, non? Vous êtes gentil, il ne reste plus que la peau. On vous emmène ce samedi, en tout cas, au bar L'Intenable, c'est chez Havana, où Haguenau, Doken, Erwitter, Eiri, Hoor, Kominir, und Letter, Freck, Russol. Ce sera l'occasion de vous gominer les cheveux et de ressortir votre blouson en cuir. Le bar organise une journée et soirée rockabilly. C'est à partir de 14h avec un concert, des tatouages éphémères, une barbière, des voitures américaines et bien évidemment boissons et petites restaurations sur place. C'est à L'Intenable à Haguenau. Vous pouvez retrouver l'affiche de l'événement et toutes les infos de Facebook, site Funtewirtschaft, sur la page Facebook Intenable Haguenau. Et on peut retrouver toutes les infos alsaciennes en alsacien sur France 2, elsos.fr. Schönen Tag. Ganz genau.
miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Es ist genau 5 Minuten noch 9 auf francebleuelsass.fr für Ihrem Radiosender auf Elsässisch. Unsere Expertensendung geht los. Wir haben einen Experten im Studio bis um 9:30 Uhr. Für ist Goethe Rotschlotz again. Wir sind morgen mit dem Bernard Hermann. Der ist Expert, was Versicherung anbelangt. Wenn ihr eine Freude habt oder einen Rotschlag brüche, einfach die Versicherung, dürfen ihr uns anrufen. Die Antwort auf ist am Telefon 0388 25 12 12. Guten Morgen, Bernard. Guten Morgen. Habt ihr gehört, zuvor geht es hergekommen? Ja, nicht zu viel Stau. Ich bin zu Fuß gekommen. Ich bin in Straßburg, ja, gell? Ja. Prima, noch einer auch keinen Stau gehabt, das ist die Hauptsache. Wie sicher, ich habe gerade die Sendung anfangen mit einer kleinen Anekdote, wenn ihr will. Ich weiß es vielleicht schon, aber das habe ich entdeckt, wie ich die Sendung vorbereitet habe. Ich bin nicht der Einzige auf der Welt, wie Bernard Hermann heisst. Kennt ihr noch einen anderen Bernard Hermann? Ja, ganz andere. Mehr wichtig als ich. Jo, 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 jo. Doch, jo. Doch. Der hat Musik gemacht von Filmen von Hitchcock, von anderen Filmen auch, Taxi Driver zum Beispiel. Ganz genau. Er heisst Bernard Hermann und schreibt sich ganz selber. Und die Anekdote geht noch ein bisschen weiter, weil ich nicht nur denselben Namen, gell? Ich habe selber Geburtstag, ja. Genau, das ist ganz gut. Bernard, also, ich weiß jetzt, es wissen jetzt alle, dass es verschiedene Sorten Versicherungen gibt, gell? Aber es ist manchmal kompliziert zu wissen, was es alles gibt, was man nehmen muss als Pflicht und was man nehmen sollte am besten, für einfach besser zu versichert zu sein. Sagen uns mal, was obligatorisch ist, was Versicherungen anbelangt. Was muss man nehmen? Wenn man Resümee will, zwei Verträge sind obligatorisch. Autoversicherung, minimal, Haftpflichtversicherung. Ja. Ist obligatorisch. Und wenn man Lokatär ist von einem Haus oder von einer Wohnung, ist dann die hoffentlich gegenüber dem Proprietär auch obligatorisch. Das ist noch obligatorisch. Ja. Und was noch obligatorisch ist, kann man eventuell noch komplettieren mit anderen Versicherungen. Ist jetzt egal was, ob es fürs Telefon, für die Brille, fürs Velo, ja, egal. Leute, ja. So Dings, was tun ich empfehlen? Was sollte man noch nehmen für solche Versicherungen? Ja, so was man heisst Mutuelle, Santé-Versicherung. Ja. Da kann man auch Prävoyance, wenn man zu krank ist und wenn man keinen Lohn mehr hat, weil man so lange krank ist, da kann die Versicherung für sich auch das Geld geben, dass man nicht ohne Geld ist, wenn man lang krank ist. Ja. Und wenn man dann ein Invalid wird, ist dann dasselbe. Da kann der Versicherer im Prävoyanzvertrag eine Rente geben, bis an den Rücktritt. Prima, das soll man noch ein bisschen aufpassen, weil die Leute meinen, also, ja, man braucht keine Versicherung, das ist ja nicht wichtig. Aber dabei noch passiert, selbst noch stehen sie da, gell? Also wir müssen doch ziemlich Dings nehmen, dass man versichert ist, gell? Da müssen wir auch aufpassen. Auf was soll man noch extra aufpassen, wenn man Dinge Versicherungsvertrag unterschreibt? Was sind bestimmte Details, bestimmte Punkte, wo man richtig aufpassen soll? Was in dem Vertrag ist, wenn man Kapital hat, zum Beispiel für die Möbel in der Wohnung, wie viel ist dann versichert? Wenn Selbstbehalt ist, Franchise, wie viel ist die Franchise? Ist eine da und für welche Schaden? Ja. Das alles muss man nachlesen und dann Prämie auch. Man nachlesen, ob es nicht billiger ist bei einem anderen. Das ist so, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Und kann man egal was versichern lassen? Fast, ja. Ja, fast. Wenn man den Preis so zu macht, ja. Ja, wenn das Geld passt, dann passt alles. Wie gesagt, ich habe da ein paar lustige Dinge gefunden, wie ich die Sendung vorbereitet habe. Mir hat schon manchmal gehört, dass manche berühmte Sportler einen Teil von ihrem Körper versichern lassen. Ich hab gelesen, dass der Lionel Messi zum Beispiel seine Fees versichern hat lassen. Ist das Mähli? Wie ist das Mähli? Seine Fees oder die Bahn oder vielleicht manche Aktrice die Brust oder das Madonna hat das gemacht bei der Brust. Das kann man machen, ja. Ja, was soll das noch heißen, wenn sich jetzt der Lionel Messi den Fuß brecht und nicht mehr Fußball spielen kann, dann ist er für das versichert? Ja, solange dass er dann aufgeregt ist, weil er verletzt ist. Oder wenn er nicht mehr Fußball kann spielen, dann hat er nicht denselben Lohn, wenn er irgendwo anders geht arbeiten. Ja. Und dann gibt es auch Geld, wo ihn dann im Club ist. Nicht nur im Messi oder in dem Fußballer. Der Club hat auch Geld dahin gemacht. Kann er das Geld wieder zurückkriegen, wenn je passiert. Prima, ganz gut. Also in dieser Sendung geht es nicht nur um Madonna und um den Lionel Messi. Wir reden auch von ernsten Sachen. Wir reden nur in ein paar Minuten nur am nächsten Lädel von Charlie Brunner von der Ferien, was man machen kann in der Versicherung, wenn man in die Ferien geht. Gell, kann das, machen müssen. Das ist in ein paar Minuten nur am Lädel von Charlie Brunner. Bis gleich, Bernard.
France Bleu Ilsos. France Bleu. Simone und Charlie Brunner auf francebleuilsos.fr. Guten Morgen, meine Liebe, und giorno amore. Unsere Expertensendung geht weiter. Der Bernard Herrmann ist noch einmal bei uns im Studio. Bis um 21:30 Uhr. Wir haben gute Freude fern und er hat gute Rotschlaf für uns. Der Frühjahr ist da, gell? Der Himmel ist blöd, es wird langsam wieder warm. Es ist bald wieder Zeit, vielleicht lassen wir alle in Ferien zu gehen. Und da gibt es, wenn man in Ferien geht, was Versicherung anbelangt, bestimmte Sachen, wo man aufpassen muss, gell, Bernard? Ja, da müssen wir aufpassen, was passiert, wenn man eine Wohnung oder ein Haus mieten in Frankreich. Ja. Da kann man in seinem eigenen Versicherer eine Attestation verlangen, dass die Garantie von seinem eigenen Haus oder eigenen Wohnung auf das Ferienwohnung oder Ferienhaus geht. Soll das noch heißen, dass man genauso gut versichert ist, wenn man in der Ferien ist, als wenn man daheim ist, dass die Versicherung nur aufs andere Haus läuft in der Ferien? Ja, wenn man Lokatär ist, geht die Haftpflicht wieder in dieselben Termen. Sowieso. Und wenn man dann sein eigenes Material oder seine Kleider und so, alles, was man mitnimmt in die Wohnung, in die Ferienwohnung, ist dann auch versichert, aber vielleicht nicht für das Selbstkapital. Ja, das kommt noch ein bisschen auf den Vertrag an. Ja. Es steht noch alles im Vertrag. Ja. Man muss gut aufpassen, was man unterschreibt. Gell? Das steht alles im Vertrag sowieso. Das gilt noch für Frankreich. Ja. Wie geht es noch im Ausland für das Ding? Da muss man freuen, im Land, wo man ist. Kommt es noch auch selber, kommt es auf den Vertrag an, auf den Proprietär und aufs Land an. Da gibt es noch kein Parkour fast. Ja, sowieso, ja. Hm.
ja, warum Deutschland jetzt zum Beispiel ist für dich da fast wie bei uns, oder gibt es da viele Unterschiede zwischen den Ländern, oder weiss noch das ein bisschen? Es gibt viele Unterschiede. Es kommt darauf an, auf was man für Code Civil hat. Ja. In den verschiedenen Ländern. Das kommt noch darauf an, aufs Land, auf den Proprietär und auf den Vertrag, wie gesagt. Wir haben auch noch einmal ein paar Fragen für euch, was Bildung anbelangt. Jetzt hätten wir noch wissen, ja, wie gesagt, was ihre Bildung anbelangt. Aber nicht nur ihre Bildung, die von einem Versicherer im Allgemeinen. Wie wird man denn Versicherer? Was muss man da studieren? Par hasard. Nein, heutzutage müssen wir Droit studieren, das ist klar. Oder dann andere Studien machen und in einem certain Niveau kann man dann kommerziell machen in der Versicherung, kann man dann Jurist, das ist, wenn man Études de Droit macht, ja. Da kann man Comptable machen, da kann man viele Dinge machen in der Versicherung. In der Versicherung kann man alles machen, was in der anderen Arbeit gibt. Gibt es momentan da viel Arbeit in dem Domain, wenn sich jetzt ein Junger lancieren will zum Beispiel, gibt es da Arbeit? Ja, es gibt ziemlich einfache Arbeit, ja. Gut, merci vielmals, Bernard Herrmann. Unsere Sendung geht weiter. Es ist genau 17 Minuten nach 9. Wir sind noch ein letztes Mal mit dem vor der Halver. Nach der Halver ist der Pierre mit uns für seine Internetchronik. Wir haben noch ein paar Freude für ihn. Und er hat noch ein paar gute Ratschläge für uns. Wenn ihr noch einmal Freude habt, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit für unsere. Für die Nialwort auf euch am Telefon. Das ist der 0388 25 12 12. Es geht gleich los nach dem Lädel von Marc Lavoine. Je reviens à toi. Bis gleich, Bernard. Mit Landor und mit dem Clément ist noch schöner auf France Bleu Alsace. Je reviens à toi, si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est
je crois. Il y a eu ce que c'est le dernier album de Marc Lavoine, Nogan Leislit, et ça est Je reviens à toi au FranceBleuElsace.fr. Heute Morgen geht unsere Expertensendung weiter. Wir sind alles noch mit dem Bernard Herrmann, der ist Versicherer. Der geht uns bis zum Halver noch gute Rotschlag. Wir stellen ihm frei über die Versicherung. Da kann ich alles erfahren und alles wissen. Wir wollen noch ein bisschen weiter von der Ferien reden, Bernard, gell? Ja. Wir haben noch eben gesagt, dass es besondere Sachen gibt, wo man aufpassen muss, wenn man ins Ausland geht, was Assistance Santé anbelangt. Ja, Assistance und Santé Versicherung in manchen Ländern ist obligatorisch, wenn man dann krank wird, will das Land nicht für uns bezahlen. Dann freuen sie Attestation, spezielle Vertrag. Das finden wir dann immer so Assistance Vertrag. Da hat man Santé Versicherung und Rapatriement, ja. Wenn je etwas passiert. Für das der Assisteur dann die Leute zurücknimmt. Und wenn jemand stirbt, müsste die Person auch zurückkommen ins Land. Und das muss man noch in Frankreich machen. Das kann man normalerweise, so ein Vertrag kann man bei jedem Versicherer machen, gell? Bei jedem Versicherer, das findet man dann auch bei dem, wo man den Voyage gekauft hat. So, auch bei jedem Versicherer, bei seinem Generalagent, der kann dann das finden und der Vertrag verkaufen. Das kann noch passieren im Ausland, wenn man krank wird, wenn man sich verletzt. Wenn man, ja. Das sind noch selbe Vertrauen, wie man hat, zum Beispiel im Winter, wenn man in den Ski geht. Ja, es ist selber. Gehen die Vertrauen noch das ganze Jahr durch oder muss man noch extra ein Ding machen, wie ein paar Wochen durch, nur wenn man ins Ausland geht? Wie geht es noch das genau? Das ist wie man will. Wenn man viele Ferien geht im Jahr, kann man ein Jahr Vertrauen nehmen. Ja. Wenn man punktuell geht, kann man punktuell ein Vertrauen nehmen. Geht es das noch Vertrauen, ja, ja. Nur ein paar Wochen oder ein paar Monate durch? Ja, ja. Sowieso. Ja, ja. Das kann man noch direkt ausmachen mit dem Versicherer. Noch. Ja. Kann man das noch ausmachen? Genau, weil wir noch vor dem Ende von dieser Sendung von Ihrem eigenen Kabinett der Assurance reden in Strasbourg. Was soll ich verschiedene Sorten proposieren von Versicherungen? Ich bin Generalagent. Im Generalagent ist das Wort General. Wir haben alle Versicherungen, wo man kann prüfen oder wo man kann finden. Oder, ja, ein bisschen von allen Sorten, ja. Was wir in der ganzen Sendung erwähnt haben. Jetzt zum Beispiel, wenn der Messi zu uns kommen will, für das Versicherungslohn geht das auch bei uns. Das ist dann ein bisschen komplizierter, aber man kann es sicher finden. Prima. Ich bin also vom Kabinett MMA in Strasbourg. Das ist 16 Rue d'Arc. Das ist nicht weit von der Grütenau. So vom Spital. Vom Spital. Das ist an der Tramhaltestelle, Port de l'Hôpital. Ja, gerade ja, der Première Armee. Genau, haben wir vielleicht ein Telefonnummer für uns durchzugehen, wenn über ein Rendezvous nehmen will. Wie noch ja, 0388 36 05 65. Und das Numero ist natürlich wieder noch einmal bei uns auf dem Site, wenn das noch einmal horische Welle das Numero. Ich sind alle da offen, gell, vom Mandy bis am Samstag sogar? Nein, am Samstag nur auf Rendezvous. Auf Rendezvous. Wenn jemand wirklich ein Rendezvous will, am Samstag morgen, wenn es nicht an einem anderen Tag geht, kann ich dann ein Rendezvous nehmen, aber da gehen sie zu. Also Mandy bis Freitag kann man kommen, gerade so ohne Rendezvous? Ja, ja, ja. Und am Samstag eventuell, wenn man ein Rendezvous will? Von 9 bis 12 und von 2 bis 6. Wenn es unbedingt präsiert, halt, ja. Kann man noch einmal am Samstag kommen, ganz ja. Gut, Bernard. Jetzt haben wir noch eine ganz letzte Frage gehabt, für die Sendung zu schließen. Wenn sich jemand noch für ein bisschen für das Thema Versicherung interessieren will, könnte er uns vielleicht eine Bürgerreportage, Internetseite, Apps vorschlagen? Ja. Lieber eine Internetseite, zwei vielleicht, für Versicherung. Ist Fédération Française des Assurances, FFA.fr. Und wenn jemand Generalagent will werden, kann er auf AGA.fr, das ist der National Syndicat von der ganzen Agence Générale in Frankreich. Prima, und sowieso den Link zu diesen ganzen Seiten, zu diesen zwei Internetseiten, machen wir auch zu uns auf der Seite FranceBleuElsace.fr. Da findet ihr den Link. Wir stellen auch das Telefonnummer von ihrem Kabinett und daher noch sogar. Wir machen alles drauf, alles, dass man wieder alles lesen kann. Die Sendung ist nur noch einmal zu horischen. Sie bleibt